Blondie. Ein weibliches Blondie. Alright. Beauty. Belle. Hello, Bigby. I wasn't expecting anyone. Noch ziemlich spät unterwegs. A little odd, but there's an explanation, I swear. You're out pretty late. Is there some sort of curfew I don't know about? What's with a third degree? Damn it, I'm late. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is, and ich halte mich daraus. It would just make my life a lot easier. Look, whatever it is, it's between you and Beast. I'm staying out of it. Die geht dem Beast fremd, ja? I don't have time to go into it right now. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Okay. It's not what you might be thinking. Ja. Vielleicht wird sich das ja noch herausstellen. Noch glaube ich hier nicht. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ja, 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 ja. Also ist Beast und Belle quasi die Nachbarn, oder kommt sie gerade hier von irgendwem und keine Ahnung. Okay. Was haben wir denn hier alles? Eine Rüstung. Flycatcher needs to dust this guy. Okay. Die können wir benutzen? Also ich will erstmal alles angucken hier. Was haben wir denn hier? Schreibtisch? Okay. Will nichts zu sagen. Und hier haben wir Briefkästen. Ah, können wir unseren eigenen dann angucken? Been a while since I got any mail. Ich gehe davon aus, wir sind die 204, weil die sieht so aus, als könnte man sie öffnen. Und was haben wir hier? Building Directory. Ah, warte mal. Die 204 ist aber ausgestrichen. Das ist interessant. Aber gut. 7th day in a row. Achso, hat man jetzt gar nicht gesehen. Okay, weil diese Farbe sieht halt so, ne, so speziell aus. Ich habe gedacht, der macht das dann vielleicht auf. Kennt das ja so von, oh, ah, hier kann man noch weitergehen. Aha, okay. Ich dachte, das wäre alles, was wir sehen können, aber da geht's jetzt rauf und runter, okay. Dann benutzen wir doch einfach mal die Rüstung. Oh Gott. Okay, dass der Typ nicht von aufgewacht. Ah, ich verstehe. Können wir denn mit ihm reden? Hey, you awake? Das glaube ich nicht. Hmm, probably for the best. Okay. Das heißt, ja, es bringt ja nichts, das Streichholzbrief. Wir sollten die Wohnung hier nicht anzünden. Das hilft vielleicht nicht so. Oh, was haben wir denn da unten? Bigby's Namensetikett. Ah, also doch 204. Damn thing fell off again. Ja, nimm's doch. Ach so, ist egal. Okay. Komm, ach so, verwende Namensetikett. Okay. Hm, das würde wahrscheinlich dazu führen. How much longer is this gonna go on? Dass irgendjemand uns irgendwann findet oder nicht findet. So kleine Details können die Story ausmachen, ne? Okay, den können wir nicht benutzen, das heißt, wir nehmen den mal. Na komm. Warten wir jetzt? Okay, wir warten. Da kommt er. Ding! Und rein mit uns. Bigby, hey, wait up. Yes, sir. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Ich hab sie nicht gesehen. Wir haben es versprochen. Have you? Nope. Haven't seen her. Oh. Okay. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. Oh Gott, ich hoffe, wir haben keinen Scheiß gebaut hier. Aber wir haben es ihr versprochen, mehr oder weniger. Wir haben gesagt, wir halten uns da raus.
Ich weiß natürlich nicht, vielleicht haben wir jetzt das Glück und Beast ist unser allerbester Freund oder so, weißt du? Das wäre natürlich schlecht. Bigby's Apartment in Fable Town. Wow. Damn. Luxus. Ist warm hier. Tja, was haben wir denn so im Kühlschrank? Okay. Warte, wir können uns hier umgucken. Das ist ja interessant. Dann gehen wir uns doch mal in der Wohnung umgucken. Wir öffnen mal den Kühlschrank. Huff und Puff. Geilo. Und was haben wir hier? Nix. Damn it. Wow. Big B, du hast unglaublich viel in deinem Kühlschrank. Bist ja richtig gut bestückt, kühlschranktechnisch. Okay, Akte über Blaubart. Was haben wir denn hier? Don't even remember ordering that. Probably a bad sign. Ja, das glaube ich auch. Und guck mal, du rauchst zu viel, definitiv. Willst du nicht hier vielleicht mal aufräumen, wenn die Dame da kommt? At least this still works. Ja, mach den nochmal an. Should help. Ein bisschen frische Luft. Oh Gott. Wer ist das denn? Ach, Colin. Okay. Ist das einer von den drei kleinen Schweinchen? Hast du sein Haus niedergepustet damals? So, hier können wir nicht rein. Komm, geh da lang. Und was ist mit der Tür da hinten? Auch nix. Okay, was haben wir denn hier in der Akte über Blaubart? Bluebeard's File. Wer ist denn das? Gut. Wie können wir denn auf dieses Märchenbuch zugreifen? Ah, da. Okay. Ah. Glimmer, Verwandlungszauber. Bei Glimmern handelt es sich um Zauber, mit deren Hilfe die äußere Erscheinung verändert werden kann. Sie sind teuer, aber sie können von nichtmenschlichen Fabelwesen erworben werden, um unter den Weltlichen nicht aufzufallen. In den zwielichtigeren Gegenden von Fabletown kann man auch billigeres Glimmer finden. Oder billigere Glimmer. Aber sie sind oft unzuverlässig und neigen zu plötzlichen Ausfällen. Blaubart. Blaubart konnte mit seinen Reichtümern aus den Heimatlanden fliehen und ist weiterhin einer der wohlhabendsten Fabelwesen in New York. Die Fabletown-Verwaltung verlässt sich auf seine großzügigen Spenden und er nutzt seinen Einfluss oft zu seinem eigenen Vorteil. Doch auch wenn er seine gewalttätige Vergangenheit in den Heimatlanden zurückgelassen hat, hält es ihn nicht davon ab, von Zeit zu Zeit ein krummes Ding zu drehen. Ah ja, okay. Ich lese einfach mal die ganzen Dinger hier vor, weil das interessiert mich selber. Die Farm, Außenposten von Fabletown. Waren wir da vorhin? Die Farm, ach nee, da hat er der Kröte da gedroht, ne? Die Farm beherbergt Fabelwesen, die keine normale menschliche Gestalt besitzen, wie etwa Riesen, Goblins, Tiere etc. Sie liegt im Norden des Bundesstaates New York und ist weit genug von den Blicken der Weltlichen entfernt, dass sie nicht auffällt. Einige der Bewohner verabscheuen es, auf der Farm eingesperrt zu leben, auch wenn sie viel Platz und Komfort bietet. Für sie ist die Farm ein Gefängnis. Sie dürfen die Farm verlassen, wenn sie sich einen Glimmer leisten können. Aber vielen fehlt das Geld für eine so teure Anschaffung. Manche, wie Colin, flüchten trotzdem in die Stadt. Okay. Fabletown. Fabletown ist ein Stadtteil in Bullfinch Street, Manhattans Upper West Side. Meine Güte. Gewöhnlichen Menschen oder Weltlichen erscheint es als ein ganz normales Viertel in New York. In Wahrheit jedoch leben dort viele Fabelwesen aus unterschiedlichen Welten und im Verwaltungsbüro bei den Woodlands befindet sich eine gewaltige Höhle, eine umfangreiche Bibliothek und 100 magische Gegenstände von enormer Macht. Alle nichtmenschlichen Fabelwesen leben auf der Farm im Norden des Bundesstaates, eine Erweiterung von Fabletown. Ah, okay.
Dann haben wir hier den Mr. Toad gefunden. Das ist der Slumboss. Also eigentlich ein hohes Tier, so wie es aussieht. Mr. Toad ist der Hausmeister für ein stillgelegtes Wohngebäude am Rand von Fabletown. Als eine 1 Meter große sprechende Amphibie ist Toad nach Fabletown recht verpflichtet, seine Familie und sich selbst mit Hilfe von Glimmer als Menschen zu tarnen. Das Problem ist, dass sich Toad kaum Gedanken darüber macht, was denn gerade Gesetz ist. Deshalb muss er ständig daran erinnert werden. Ah ja. Beast, besorgter Ehemann. Beast und seine Frau Belle haben alles zurückgelassen, was sie im Exodus aus dem Heimatlanden geflohen. Im Exodus aus dem Heimatlanden geflohen sind. Ohne seine einstigen Reichtümer muss Beast zusätzlicher Arbeit nachgehen, um über die Runden zu kommen. Ah ja, stimmt, ist ja ein reicher Kerl gewesen, theoretisch. Er kann sich ohne Glimmer meist unauffällig in Fabletown bewegen. Moment, er hat sich doch zurückverwandelt, zumindest im Disney-Film. Aber wenn Belle zu wütend auf ihn wird, nimmt er langsam eine immer bestialerische Gestalt an und ihm wachsen Hörner und große Zähne. Gelegentlichen Streitereien zum Trotz sind die beiden wirklich ineinander verliebt und sie sind in der längsten Beziehung von allen in Fabletown. Oh. Belle, fürsorgliche Ehefrau. Belle und ihr Ehemann Beast lebten einst in einem verzauberten Schloss. Sie waren gezwungen, aus den Heimatlanden im Exodus zu fliehen und mussten all ihre Reichtümer zurücklassen. Jetzt leben sie in einer bescheidenen Wohnung in Fabletown, New York. Es herrschen schwere Zeiten. Beast muss mehreren Jobs nachgehen, um die Rechnungen zu bezahlen. Trotzdem lebt das Paar in der längsten Beziehung von allen Fabelwesen. Der Holzfäller. Gefallener Held. Der Holzfäller ist einer der wenigen, die es direkt mit Bigby während seiner Zeit im finsteren Wald aufgenommen und die Begegnungen überlebt haben. Er versuchte Rotkäppchen zu retten und schlitzte dem großen Wolf mit seiner Axt den Bauch auf. Dann füllte er ihn mit Steinen und warf die Bestie in den Fluss. Seine Beliebtheit ist zu seinem Missfallen geschwunden. Selbst sein Name ist in Vergessenheit geraten und er ist nur noch als der Holzfäller bekannt. Okay. Und das sind wir, Bigby Wolf, Sheriff von Fabletown. Oh, wir haben es aber weit gebracht. Der berüchtigte, große böse Wolf ist bekannt dafür, Schweine und Mädchen in roten Käppchen zu quälen. Aber er versucht, diese dunklen Tage hinter sich zu lassen. Bigby ist nun als Fabletowns Sheriff tätig und bleibt meist in seiner menschlichen Gestalt. Die Bewohner von Fabletown trauen ihm wegen seiner brutalen Vergangenheit nur zögerlich über den Weg. Bigby ist entschlossen zu zeigen, dass er sich wirklich geändert hat, doch manche Instinkte lassen sich nur schwer kontrollieren. Okay, das haben wir also... Gott, hier ist einiges zu erfahren. Ich bin gespannt. Wir haben aber jetzt alles erstmal erfahren. Was haben wir denn hier? Achso, das sind Erfolge. Ich habe ein Kapitel abgeschlossen. Wow. Okay. Wir können jetzt weitermachen mit dem Spiel. Aber mich interessiert es ja auch, ein bisschen Hintergrundinformationen über die verschiedenen Charaktere zu erfahren. Das hilft ungemein in der Story, würde ich sagen. So, das ist also Colin, ein Schwein. Not again. Nicht schon wieder. Was denn? Können wir mit dem reden? Oder benutzen? Ich will ihn nicht benutzen. Ich will mit ihm reden. Hey, Colin. Get up. Okay, dann stupsen wir ihn mal an. Oh, hey, Bigby. I'm in your chair, huh? Ja. Yeah, get out. It's my spot. Oh Gott, noch langsamer. Ist das unser Haustier? Got a smoke? Du hast nicht mal bei Daumen. Thanks. A couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has gotta stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Bigby.
You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Okay. Calm down. I'm not sending you back. That for me? Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are now. Wir trinken mal was. Um runterzukommen. War eine harte Nacht. Nice. I take it all back. This is why everyone hates you. Alle hassen mich? So, everyone hates me. Nah, I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly that is not true, what with the selfishness with the bourbon. But, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. No. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Okay. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays. Meine Arbeit. I was doing my job, believe it or not. Your job is to beat the shit out of fables? Sometimes I take them to the farm. Fuck you. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Nine. Not everyone. Name one. Da war ein Mädchen. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make sense. Just give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in 2 days. I went out a second-story window, and I want to get in 2 seconds of shut-eye before I... Ach, gib ihm doch was. If I give you this, will you let me sleep? Yeah, all right. Probably. Hier, bitteschön. Wir sind doch nett. Thanks, Bigby. Hast nicht mal ein Bett. Armer Kerl. Ist das vielleicht unsere geheimnisvolle Dame? Ich will mal ganz kurz. Ich habe ja gedacht, das wäre vielleicht Schneewittchen, weil bekanntermaßen hat Schneewittchen ja eine Schleife bekommen, die sie erwürgen sollte, also zumindest im Originalmärchen. Irgendwie sowas, aber ich glaube, das war, oder ihr die Haare rausreißen, ich weiß es nicht genau. Aber da war irgendwas mit einer Schleife, deswegen habe ich gedacht, das wäre Schneewittchen. Aber hier haben wir Snow White, Vizebürgermeisters Gehilfin. Snow White mag nach außen hin kalt erscheinen, aber dieses Verhalten ist auf ein Leben von Missbrauch in den Heimatlanden zurückzuführen. Nachdem sie Überfällen einer Gemeinschaft und sogar einem Attentat entkommen ist, hat sie Prinz Charming geheiratet. Bald darauf entdeckte Snow, dass Charming sie... mit ihrer entfremdeten Schwester Rose Red, okay, betrog und ließ sich von ihm scheiden.
Nach dem Exodus konzentrierte sich Snow darauf, allen Fabelwesen in der neuen Welt einen sicheren Ort zu bieten. Jetzt arbeitet sie als Assistentin des stellvertretenden Bürgermeisters von Fabletown. Okay, mich interessiert, was dieser Exodus war. Colin, Couchsurfer. Colin ist bekannt als eines der drei kleinen Schweinchen. In den Heimatlanden wurden sie vom großen bösen Wolf schikaniert, der Colins Strohhaus umgepustet hat. Okay, ich hatte mich schon gefragt, ob das der mit dem Holz oder mit dem Strohhaus war. Nach dem Exodus wurden Colin und die anderen Fabelwesen, die nicht als Menschen durchgehen konnten, zur Farm im Norden des Bundesstaats New York geschickt. Colin kann das langweilige Leben dort nicht ertragen und wandert ständig nach Fabletown, um Bigby zu ärgern. Er wird immer erwischt und zur Farm zurückgeschickt, aber das hält ihn nicht auf. Okay. Interessant. Also sind das sowas wie beste Hassbuddies, ja? Gut. Dann ist der Herr Schwein hier jetzt noch da? Oder ist er gegangen? Ich sehe hier keinen, aber gut. Gehen wir in die Küche? Können wir da? Nein, können wir nicht? Okay, dann machen wir die Tür auf.